Am Dienstag, dem 7. Februar, begingen die Eheleute Ingeborg und Horst Schröder das Fest der Gnadenhochzeit. Vor 70 Jahren, 1953, haben sie in der Sakristei der Winterkirche in der St.-Nikolai-Kirche geheiratet. Pastorin Antje Exner begrüßt das Paar und seine Gäste, um gemeinsam mit ihnen den Hochzeitstag zu feiern. Sie sprach über das Erlebte in 70 Ehejahren, die 4 Kinder, die 9 Enkelkinder und die 13 Urenkel. Kennengelernt haben sich Ingeborg und Horst Schröder in Schönberg. Als sie im Februar 1953 heirateten, war es bitterkalt. Eine tolle Feier muss es dennoch gewesen sein. Hat doch der letzte Gast die Wohnung des Paares erst morgens um 7.30 Uhr verlassen. All diese kleinen Geschichten erzählte Pastorin Antje Exner. Im Anschluss erhielten die Eheleute noch einen Segen.